Hallöchen Freunde und willkommen zurück zu Let's Play Kingdoms of Amalur. In der letzten Folge haben wir Idylla, dem Hyperian, gegeben und... Bitte stört die Schauspieler nicht bei der Arbeit. Ich störe die Schauspieler nicht, ich soll den Schauspielern helfen, die perfekte Rolle zu finden. Ja, und jetzt gibt es noch ein bisschen Idylla-Epilog und da haben wir noch zwei Quests bekommen. Hallo Zotikus. Ich hoffe, Idylla gefällt euch, Berufene. Idylla ist super. Straton will euch für sein Stück. Ihr sprecht also für ihn. Ausgezeichnet. Ich wusste gar nicht, dass er die Berufene kennt. Soll ich jetzt vorsprechen? Bitte. Zeigt mir doch mal euren Helden. Wohlan! Die Macht der Riesen nie erfasst. Ethenes Anmut, Ansehen und Urteilskraft. Mann, war das gut. Ich habe mich in der Rolle noch nie so wohl gefühlt. Klingt gut. Die Zeit ist gekommen. Morgen reiten wir. Wohin wir reiten? Das ist eine gute Frage. Lasst uns darüber schlafen. Das war vermutlich meine beste Interpretation von ihm. Ganz ehrlich. Oh, also der Jotun, der liegt ihm nicht so ganz im Blut. Und den Schurken? Kommt zu mir, Held, und spürt meinen Stahl. Und lasst mich beenden unseres Volkesqual. Ich weiß, das war noch nicht ganz rund. Aber bis zur Premiere kriege ich das hin. Kein Problem. Okay, also Zotikus wird der Held. Ich bin sicher, die Berufene trifft die richtige Entscheidung. Egal für welche Rolle ihr mich besetzt. Es wird die richtige sein. Natürlich. Eurer Rolle in dem Stück? Ausgezeichnet. Wie habt ihr euch entschieden? Ich kann es kaum erwarten, wieder im Rampenlicht zu stehen. Was macht ihr denn da hinten? Ach so, okay. Ich bin sicher, die Berufene trifft die richtige. Viel Spaß im Theater von Andronikos. Ah, jetzt läuft's wieder normal. Ich dachte gerade, weil das nochmal ausgeblaut ist. Ausgeblaut wurde wegen dem Stück, dass man, wegen des Stückes, dass man da noch irgendwas Neues erfährt. Alles Gute! Hallo Ariope! Ihr seid die Berufene. Wie findet ihr unsere wundersame Stadt? Ja, ganz gut. Straton will euch für sein Stück. Ich wusste es. Also gut. Für welche Rolle soll ich vorsprechen? Erstmal für den Helden, auch wenn er schon besetzt ist. Sie werden mich ansehen und fragen, was wohl aus den Mairo von morgen wird. Und ich werde ihnen sagen, ich denke, ihr wisst, was ich meine. Das hatte ich erwartet. Oh, der Held, der die, sie wird auf jeden Fall der Held. Zeig mir doch mal euren Jotun. Vernichte deinen Feind, oh Held. Schlag ein in größter Not auf seinen Schädel, bis er ist tot. Tot, ja, das reimt sich. Ich habe das schon so oft gemacht. Wie konnte ich es nur vergessen? Keine Ahnung, zeigt mir euren Schurken. Kniet nieder, all ihr Frommen, verlassen von den Göttern. Ihr krallt euch fest am Glauben, den sie euch längst genommen. Das macht Spaß, muss ich sagen. Klingt auch gut. Wunderbar. Ich bin schon gespannt, wie ihr euch entscheidet. Okay, Zotikus, ihr beehrt uns mit eurer Gegenwart. Ariope, die Schurkin, und dann wahrscheinlich Rhode, der Jotun. Ah, ihr müsst die Berufene sein. Erstaunlich. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr so klein seid. Wir haben uns schon mal unterhalten, wie ihr hier an den grauen Textoptionen seht. Straton will euch für sein Stück. Oh, ich weiß. Sprecht ihr für ihn, Berufene? Hat er sich schon entschieden, was unsere Rollen angeht? Oder soll ich jetzt vorsprechen? Bitte sprecht doch erstmal euren Helden vor. Groß seid ihr, Rivale, doch gleichsam schwach und matt. Denn wenn ich euch schlage, seid ihr gewiss, platt. Tut mir leid, ich habe diese Figur so oft gespielt, dass ich sie nie vorsprechen musste. Ja, gut, zeigt mir euren Schurken. Mal sehen, wie war das gleich nochmal?
ihr werdet, für eure Prahlerei bezahlen. Wenn ich euch kriege, dann lässt mein Zorn in Scham euch versinken. Reimt sich das? Ich schätze, mir fällt sicher noch etwas Besseres ein nach ein paar Wochen Proben. Ja, zeigt mir lieber euren Jotun. Mehr Wein, mehr Fleisch, mehr Bier. Nur Reste liegen hier. Und bringt es schnell und bringt es roh mit Brot, um's einzutunken. Das war doch ganz gut. Wer hätte das gedacht? Ich ehrlich gesagt, aber na gut, schön. Lasst euch Zeit mit der Entscheidung, Berufene. Ich bin sicher, ihr trefft die richtige Wahl. Natürlich treffe ich die richtige Wahl, denn ich bin die Berufene. Genießt euren Aufenthalt. Den habe ich schon lange genossen. So, Straton. Bitte stört die Schauspieler nicht bei der Arbeit. Ja, lass mich in Ruhe. Straton, ich habe die Rollen. Ja. Ihr findet die Schauspieler hier im Theater. Schön, ich habe mich entschieden. Ausgezeichnet. Wen habt ihr für die Rolle des Helden besetzt? Zotikus. Besetzen wir eure Empfehlungen? Nein, Gott, wirklich nicht. Zotikus. Sehr schön. Und was ist mit der Rolle des Schurken? Ariope. Ich hätte genauso entschieden. Ausgezeichnet. Was ist mit der Rolle des Jotun? Rode. Eine interessante Wahl. Ich denke, damit ist die Besetzung komplett. Danke für alles, was ihr getan habt, Berufene. Lebt wohl. Tschüss. Wir sehen uns gleich wieder. Seid gegrüßt. Denn die Quest geht noch weiter. Straton. Was gibt es denn noch zu tun? Berufene, ihr seid hier. Ihr habt die Rollen wunderbar besetzt. Hier, nehmt das, als kleines Zeichen meiner Wertschätzung. Allerdings muss ich euch um einen letzten Gefallen bitten. Was soll ich denn tun? Meine Erzählerin hat mich versetzt. Ihr müsst in der Schlussszene für sie einspringen. Wenn ihr das Stichwort für die Botin hört, kommt auf die Bühne. Schnell, lest das Ende des Manuskripts, das ich euch gab. Die Botin erzählt dem Publikum einfach das Ende der Geschichte. Vergesst nicht, wir machen hier Improvisationstheater. Sprecht einfach mit dem Wissen, das ihr über unser Volk habt. Als Berufene kriegt ihr das schon hin. Lebt wohl. Das Manuskript, das ich wahrscheinlich weggeworfen habe. Ruf die Botin. Ich will wissen, was aus unserem edlen Helden geworden ist. Da seid ihr ja. Welche Kunde bringt ihr mir? Was ist aus dem Helden und dem standhaften Jotun geworden? Ich mag diese Rolle nicht. Nee, das mag ich nicht, das hat zu wenig Prozent. Der Held hat gewonnen. Das ist heute wirklich ein bedeutungsvoller Tag. Was ist mit dem Jotun, Herold des Helden? Er kehrt mit dem Helden zurück. Wunderbar. Ich habe nicht daran gezweifelt, dass der große Held zu uns zurückkommen würde. Aber ich bin froh, dass der treue Jotun überlebt hat. Hatte der Held sonst noch was zu sagen? Wir sind die Mairu. Wir sind nicht länger Mairu. Verstehe. Dann gab uns der Held also einen neuen Namen. Kolossai. Klingt wie ein Fels, der unsere Feinde zermalmt. Das ist gut. Es wird Zeit zu feiern. Morgen beginnt für uns ein neuer Tag. Yeah. Das haben wir doch super gemacht. Oder, Straton? Das war fantastisch. Yeah. Ihr habt gespielt wie ein junger Gott. Bitte, nehmt diesen Ring als Zeichen meines Dankes. Ihr habt ihn euch verdient. Sehr schön. Lebt wohl. Lebt wohl. Das war die Theaterquest. Den Ring werde ich mir gleich mal anschauen. Accessoires. Pesa. Ja, der sieht doch ganz gut aus, muss ich sagen. 10 Körperschaden, 12. Ja. 10% Leben. Na, ich bleib mal dabei.
auch wenn mir Pesa relativ gut gefällt, vielleicht als dritte Wahl. Berufene, ich werde für euch beten. Das freut mich natürlich. So, was haben wir denn jetzt noch übrig? Wir haben den Zirkel der Zwietracht und wir haben den Kanalisationslauf. Ich würde sagen, wir machen erstmal die Kanalisation. Weil wir die dann auch gleich noch mit dem alten Mann verbinden können. Einmal hier runter. So, wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. Und dann durch die Kanalisation laufen. Ich hoffe, wir schaffen das gleich beim ersten Mal. Als ich das letzte Mal probiert habe, ist mir das nicht geglückt. Ah, muss ich springen? Ja, na gut. Hüpf. Und nochmal. Hüpf. Wo rennen die Viecher hin? Ach, was weiß ich. So. Was machst du? Wenn man an den Viechern vorbeirennt, dann verschwimmt danach immer die Kamera. Und das ist gerade das Heimtückische bei dieser Quest. Riesenratte. Elfen. Aua. Nein, 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 nein. Lass mich. Zeit zu schlafen. Komm, das schaffen. Oh, puh. Alter, wegen dir. Die hält aber auch echt viel aus. Meine Fresse. Ist jetzt Schluss hier. Gut, dann gehen wir halt nochmal nach vorne. Ey, eine oder zwei Sekunden haben uns gefehlt. Das kann eigentlich nicht sein. Das ist ein bisschen böse. Na schön. Doppelt hält besser, ne? Blöder Urelfen-Champion. Wenn der nicht gewesen wäre, hätte sich die andere Elfe niemals zu uns teleportieren können. Der hat was. Geld, ui. Na schön. Koordinationsschwierigkeiten. Das waren die Riesenratten. Die haben auch nichts für uns. Eigentlich hatte ich darauf gar keine Lust, das zweimal zu machen. Aber es ließ sich nicht verhindern. Laufe ich überhaupt richtig? Natürlich laufe ich nicht richtig. Jetzt haben die Viecher mich aber schon gesehen. Hasse Elfen, hab ich das schon mal gesagt? Weil die immer wegrennen müssen. Also wegfliegen.
Geld, Krabbelpulver. Trollhautrüstung, gerade die war mir sehr wichtig. Eigentlich habe ich nur deswegen die Elfen gerade umgebracht. Wo muss ich denn hin? Ach, ich bin falsch gelaufen, kann das sein? Ja, jetzt muss ich außen rum. Toll. Gehe ich halt außen rum, wenn es dich nicht anders machen lässt. Nun werdet ihr... Was werden wir? Ich werde euch eure dürren Glieder ausreißen. Ich glaube nicht, dass sie uns unsere dürren Glieder noch ausreißen wird. Dafür werdet ihr bezahlen, Kümmerling. Kümmerling. Noch ein bisschen Kollateralschaden verursacht in den Krügen. Ist ja auch nicht unbedingt schlecht. Ich zermalle euch! Ist jetzt Ruhe hier. Schlitzer und Stecher, mhm. Das ist ein Bücherregal. Fast sind wir da, fast sind wir wieder da. Da oben warten dann noch die Pterixe auf uns. Naja, wenigstens ist unsere Schicksalsleiste wieder voll. Jo, Gold. Und nochmal von vorne. Diesmal wird es hoffentlich klappen. Denn ich weiß, wir müssen noch durch Spinnen durch. Und wenn uns die Riesenspinnen damit ihren Netzen einwickeln, dann können wir das gleich vergessen. Dann können wir nochmal zurücklaufen. Das ist dann so gut wie unmöglich. Jo, hier runter. Hier waren die Ratten. Sie sind auch immer noch da, aber jetzt sind sie ein bisschen toter als vorher. Hier waren die doofen Elfen, wegen denen wir dann verloren haben. Hinab. Hä, waren nicht noch Spinnen da? Hilfe, nein. Gewonnen. Zur Belohnung kriegt man Pterixe. Haha. Die Belohnung einfordern, machen wir sogleich. Aber jetzt sind wir wenigstens schon mal auf der Seite und dann können wir auch gleich noch in die Unterschächte hinein. Da hat wahrscheinlich auch wieder alles respawned. Müssen wir uns bis zu dem alten Mann durchschnetzeln. Aber na gut, das wird sich nicht vermeiden lassen. Ich hoffe nur, dass mit den Tagebüchern klappt. Ich weiß, dass es klappen müsste, theoretisch. Weil das das einzige Sinnvolle noch ist. Aber naja, ja, wir werden sehen. Wir werden sehen.
Einfach mal Daumen drücken und dann wird das schon. Hier, der leere Sarg von Arkis. Eigentlich könnte man da jetzt Arkis ja reinlegen, wenn man es so will. Weil Nyxaros ist ja nicht auseinandergebrochen. Da könnte man über den Eingang von dem Troll da rein. Da könnte man jemanden anstellen, der den Troll umbringt. Und damit man den Eingang benutzen kann. Und dann könnte man eigentlich Arkis Leiche bergen, aber na gut. Das wollen sie wahrscheinlich nicht. Alter Mann, wir kommen und wir haben deine Bücher dabei. Euch, noch gerade einer gespawnt, auch was Schönes. Ich werde euch eure dürren Glied. Unsere dürren Glied. Was hat er wohl damit gemeint? Keine Ahnung, er spricht in Rätseln. Da oben ist die eine Riesenratte. Ups. So schön weit weggesmackt. Alter Mann, wir sind schon bei deiner Geheimtür. Das kann sich nur noch um 1-2 Minuten handeln. Na gut, da oben sind noch Betäubungsrüchse. Vielleicht 3 Minuten. Nee, ist ein Riesenratten. Sah ich doch. Riesenratten sind auch fast wie Pterixe. Sind halt sehr rattenartige Pterixe. Da ist einer. Da ist auch einer. Naja gut, die lasse ich mal in Ruhe. Oder lasse ich die in Ruhe? Ja, eigentlich geben sie XP. Oh, schwer beschädigt. Wollen wir mal reparieren. Na komm. So. Der Rest geht alles noch. Da was? Nee. So, seltsamer alter Mann. Ich habe Bücher für dich. Es war ein eher langweiliger Morgen. Oder ist es schon Abend? Oder vielleicht Mittagszeit? Schau mal, ich habe Bücher. Ihr habt also etwas für mich gefunden? Wie? Moment mal. Ich kenne die Worte in diesem Buch. Jetzt kehrt alles zurück. Ich habe sie geschrieben. Das ist meine Schrift. Nach all dieser Zeit kann ich mich endlich wieder erinnern. Ich bin Denric, ein Diener Mitarus. Oh, es ist so lange her. Also Denric. Ja, ich war Denric. Früher. Ich war ein almainischer Mönch, der ausgesandt wurde, um den südlichen Landen das Wort Mitarus zu bringen. Doch das ist vorbei. Meine Mission ist gescheitert. Und in meinem Scheitern vergaß ich mich selbst. Aber es ist gut so. Denric war nur ein bescheidener Mönch. Während ich ein König bin. Okay. Und was war jetzt in den Büchern so drinne? Welch abstrusen Unsinn wollt ihr mich da glauben machen? Geht es euch gut? Seid ihr wieder auf dem Fels aufgeschlagen? Ihr solltet das nicht tun. Zunächst einmal, weil er königlicher Besitz ist. Und darüber hinaus, weil Joff seinen Umhang tragen muss, wenn ich mich setze. Ich weiß zwar nicht, was das jetzt sein sollte. Ich habe keine Ahnung. Naja, wir aber sind hier fertig. Ja, das scheint mir ebenso. Gut, haben wir jetzt dem alle Bücher gegeben oder nur eins?
Wir haben sie ihm sogar nur gezeigt. Und das Manuskript... Haben wir das schon gelesen? Die Gedemütigten. Erstbesetzung. Anmerkung. Die Gedemütigten wird in Metren und Reimen aufgeführt. In den Stimmen der hier aufgeführten Charaktere darf es kein Zögern, keine Unentschlossenheit geben. Nur jene, die ihre Kraft anhand der Stärke ihres Klangs ausdrücken, können für eine dieser Rollen berücksichtigt werden. Der Held ist ein Krieger von edlem Geist, eine legendäre Gestalt unter den Kolossai, die unser Volk in ein Zeitalter der Blüte führte, das allein durch die Tragödie um den Hyperion beendet wurde. Der Held wird von allen gefürchtet und respektiert, abgesehen von dem Schurken, der ihm an Macht gleichkommt. Obwohl sie Feinde sind, hegt der Held größte Bewunderung und höchsten Respekt für den Schurken und erachtet es als Torheit, dass jemand mit seiner Macht sterben muss, um den Kolossai von einem Weg der Selbstzerstörung abzubringen. Der Jotun ist unter den Kolossai auch als der Herold des Helden bekannt und genießt beinahe ebenso großen Respekt. Der Jotun ist ein furchtloser Kämpfer, der dem Helden nicht mit Unterwürfigkeit, sondern höchstem Respekt begegnet. Der Schurke ist ein finsterer Anführer der Mairu, der dem Helden an Macht und Einfluss gleichkommt. Jene von schwacher Tugend lassen sich von den trügerischen Worten und langem Hetzreden des Schurken leicht vom rechten Weg abbringen. Über die Gedemütigten. Die Gedemütigten beschreibt die Ereignisse des letzten Aufeinandertreffens zwischen dem Helden und dem Schurken, die um die Führung der Mairu kämpften. Der Höhepunkt des Stücks ist ein Duell zwischen den beiden Kriegern, in dem der Held den Schurken letztlich erschlägt. Anschließend kehrt er gemeinsam mit dem Jotun der Mairu zurück, um ihnen zu verkünden, dass für ihr Volk ein neues Zeitalter begonnen habe. Die Mairu haben daraufhin den Namen Kolossai an und lösen sich aus dem wilden Bund der Riesen, um zu einem eigenständigen, glorreichen Volk zu werden. Und ohne das zu lesen, habe ich einfach mal das Richtige gewählt. Das ist auch was Schönes, finde ich. Sehr schön. Dann wissen wir jetzt alles über das Stück. Haben mit dem alten Mann geredet. Können nun auch noch unsere Belohnung für den Kanalisationslauf einfordern, der leider länger gedauert hat, als ich ursprünglich wollte. Aber naja. Ließ sich jetzt nicht ändern. Aua. Ey, ich hasse Elfen. Und jetzt müssen wir nur noch die Altäre in der Außenwelt machen. Achso, das war das Reagenzienzeug. Wer ist das? Ach, Plünderer. Ich zermalme euch, Köpp! Zeit zu sterben, Schwächling! Ja, ja. Er wechselt mal wieder auf die größere Waffe, auf die schönere. Na gut, schöner nicht unbedingt. Auf die uns als Krieger besser beschreibt. Ja gut, wir sind schurkischer Krieger, deswegen können wir die Feinklinge auch gut benutzen. Aber ich finde das Schwert trotzdem. Ich werde euren winzigen Körper. Am besten. Ihr seid schwach. Nein, das kannst du schön vergessen, Kollege. Zeit zu sterben, Schwächling. Tschüss. Relikthelm, mhm. Gold. Totem und Gold. Ich find's schön, wie die da so auf dem Kadaver drauf liegt. Oder der? Ist mir egal. Auf jeden Fall sehr schön drapiert. Jetzt nur noch raus aus den Unterschächten. Und dann sagen wir auch Bye-bye zur Kanalisation. Denn in diese werden wir nie wieder reingehen. Oh. Ich habe mitgekriegt, dass da noch jemand kommt. Und wir haben sogar noch einen schönen Stufenaufstieg bekommen. Das ist ja ganz herzallerliebst. So, was machen wir? Wir machen wieder Bannen. Einen Schutzzauber zu bannen, zweimal scheitern. Hey, wir haben noch einen Versuch mehr. Sehr gut. Jo, und hier müssen wir auf jeden Fall zwei Punkte reinstecken. Mache ich mal hier.
aus der Ausweichbewegung. Ja, mache ich den und den und was macht das? Aber wird zu betäuben, wenn du... geht. Ah, das ist schon eher was. Gut, machen wir so. Und können nun auf den Schlechter wechseln. Jetzt haben wir noch... Was ist das? Schaden während der Verstohlenheit. Schön. Dein Wissen um das Verursachen Körperschadens ist unumschränkt und deine vielfältigen Möglichkeiten aus jeder Distanz anzugreifen versprechen jedem Gegner einen schnellen Tod. Bietet sich dir die Gelegenheit, aus dem Hinterhalt anzugreifen, hauchen deine Feinde ihr Leben sogar noch rascher aus. Sehr schön, Schlechter. Was fehlt uns jetzt noch als letztes? Der Klingenmeister bei 55 Punkten bei beidem. Bestätigen. Yeah. Na, Riesenrattenfreund. Wieso konnte ich dich jetzt nicht umbringen? Naja, auch egal. Also mit so einem hinterhältigen Angriff. Das habe ich gerade nicht begriffen. Aber na gut, man kann ja nicht alles begreifen. Dup. So, ich würde sagen, ich verabschiede mich hier schon mal von euch. Ich gehe jetzt offscreen noch raus aus der Kanalisation. Da gibt es ja eh nichts mehr Tolles. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge in Ytthula wieder, um die Quest abzugeben. Ciao!